Heute ist der Versuch des Landes Niedersachsen gescheitert, die Schulhof-CD 2009 der NPD indizieren zu lassen, also für jugendgefährdend erklären zu lassen. Die hierfür zuständige Bundesprüfstelle in Bonn hat den Antrag abgelehnt. Dort werden politische Meinungen geäußert und nichts weiter, meinten die Mitarbeiter in diesem 12er-Gremium. Dem Zensurwahn in diesem Land wurde heute noch einmal Einhalt geboten. Die NPD wird auch weiterhin gezielt an junge Wähler herangehen und auch im Landtagswahlkampf NRW Aktionen und Aktionsformen finden, um junge Leute, Schüler, Erstwähler an unsere Idee heranzuführen.